Heute gibt's wieder das Leibgericht von den Kindern. Kinder, kommt ihr dann? Julian, Hanna, Emma, Essen kommen! Du, Mama, was gibt's denn heute zu essen? Oh nein, schon wieder Spiegeleier? Das kann doch nicht wahr sein. Gibt's gefühlt jeden Tag hier. Mama, also ganz ehrlich, du machst natürlich immer super Essen. Aber in letzter Zeit nur Spiegeleier und dieser Kirschkuchen. Können wir nicht mal irgendwas anderes essen? Ach Julian, vielleicht mal Spaghetti oder so. Du magst doch Spiegeleier. Ich dachte, ich tue euch einen Gefallen damit. Komm, setz dich hin. Nee, weißt du was, Mama? Du hast uns auch beigebracht, Nein zu sagen. Und ich sage Nein zu Spiegeleiern. Nein, danke. Ich gehe auf mein Zimmer. Mann. Ist das Essen doch noch nicht fertig, Julian? Oder warum gehst du wieder nach oben? Doch, ist schon fertig. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Hunger drauf. Hey Mama, was gibt's denn jetzt zu essen? Spiegeleier und Kartoffeln. Das ist in 5 Minuten fertig. Erst in 5 Minuten? Warum rufst du uns denn schon? Da hätte ich doch noch gar nicht auflegen müssen. Dave hat mir eigentlich gerade was erzählt. Oh, dann gehe ich wieder auf mein Zimmer. Dann rufe ich Dave noch mal schnell an. Hanna, jetzt bleib doch hier. Das Essen ist wirklich gleich fertig. Gibt's nichts zu essen? Ich dachte, sie hat gerufen. Doch, aber erst in 5 Minuten. Also die Zeit kann ich besser nutzen. 5 Minuten? Das ist doch ganz schnell vorbei. Ich gehe jetzt nicht noch mal nach oben. Das dauert viel zu lange. Ah, oh, es gibt Spiegeleier. Ich liebe Spiegeleier. Ach, Emmalein, wenigstens eine, die sich darüber freut, dass es heute Spiegeleier gibt. Ach, Mist, ich hab was vergessen. Ich komm gleich wieder. Du musst auf mich warten und nicht anfangen. Ich bin gleich wieder da. Emma, jetzt bleib doch bitte hier. Jetzt geh nicht du auch noch, bitte. Mama, ich hab doch gesagt, ich wollte noch vor Mittagessen auch noch was aufräumen in meinem Zimmer. Muss noch mein Prinzessin-Schloss kurz putzen. Ach, Emma, mach dir deshalb keine Gedanken. Das habe ich schon erledigt. Setz dich ruhig wieder hin. Oh, Mama, du hast was? Das wollte ich doch alleine machen. Du sollst nicht mein Zimmer aufräumen. Oh, Emma, ich wusste nicht, dass dir so viel daran liegt. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch nicht gemacht. Ich gehe jetzt nach oben. Ich bin stinksauer auf dich. Ich esse das Spiegelei nicht. Kannst du selber essen. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, diese Kinder. Jetzt habe ich extra gekocht und jetzt will das keiner essen. Ich krieg eine Krise. Hallo Schatz, ich bin wieder da. Claudia, bist du am Schlafen? Hey, aufstehen. Martin, denkst du nicht, dass ich was Besseres zu tun habe, als in der Küche zu schlafen? Oh, tut mir die leid. Die Kinder haben mein Essen einfach nicht essen wollen und jetzt... Ich habe alles umsonst gemacht. Okay. Claudia, beruhig dich doch. Also, ich habe auf jeden Fall Hunger mitgebracht. Was gibt's denn? Aber weißt du was? Ich habe noch eine viel bessere Idee. Ich werde jetzt ein richtig guter Ehemann. Ich koche das jetzt hier zu Ende. Mhm. Was du auch immer kochst, wahrscheinlich Spiegeleier wie die letzte Woche. Aber danach können wir doch auf die Eisbahn, wenn du möchtest. Ha? Können wir ein bisschen was unternehmen, ohne die Kinder auch. So, du kannst dich ruhig ausruhen und ich bin dann hier in der Küche. Sag mal, wo kriege ich denn den Herd jetzt wieder an? Kinder, das Essen ist fertig. Es gibt mal wieder Spiegeleier. Kinder? Naja, möchte keiner kommen. Ja gut, dann bleibt das halt für mich. Kein Problem. Ach Martin, ich glaube, die Kinder werden sich überhaupt nicht darüber freuen. Das gefällt dir nicht, wenn wir weggehen. Das muss mal sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, besonders nach heute interessiert mich das relativ wenig. Das muss jetzt mal sein. Wir brauchen auch mal eine Pause. Und weißt du was? Genau das werde ich auch den Kindern sagen. Hanna, Emma, Julian, kommt ihr mal bitte runter? Boah, hoffentlich gibt's jetzt mal was Vernünftiges zu essen. Am besten so Spaghetti Bolognese oder so. Oh, nee, also ich sehe da nichts. Hat keiner was gekocht oder? Och, Mann, dann gehe ich wieder nach oben. Stehen geblieben. Alle drei. Und du ganz besonders, Julian. Ihr könnt später essen, wenn die Babysitterin dann da ist. Oh, ich glaube, ich höre nicht richtig. Babysitterin? Wieso denn? Wozu brauchen wir eine Babysitterin? Ich sehe hier kein Baby, außer vielleicht Emma. Hey! Oh, Papa, bitte nicht. Ihr könnt uns hier nicht so alleine lassen und dann noch mit einer Fremden. Wer weiß, vielleicht rufe ich wieder irgendwo an und bestell irgendwas. Wer weiß? Julian, wenn du das machst, dann gibt's richtig Ärger. Jetzt hört mir zu, alle drei. Also, wir brauchen heute Abend mal eine kleine Pause. Ne? Und deswegen gehen Mama und ich heute auf die Eisbahn. Alleine. Ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Geht ihr doch mal alleine. Wir treffen uns doch auch immer alleine mit unseren Freunden. Wer kommt denn? Lena? Ach, Hanna, nee, Lena hatte heute keine Zeit, aber eine andere Frau kommt und die hat auch schon ganz viel Erfahrung mit Kindern. Die ist von der Agentur, von der Babysitter-Agentur. Ach, und da hat's geklingelt, da ist sie auch schon. Oh, jetzt macht diese Tür auf. Ich bin's, die Babysitterin. Guten Tag, Sie müssen Molly sein, richtig? Yeah. Ich bin Claudia Vogel, die Mama. Vielen Dank. Ja, ich bin die Molly und Sie müssen Frau Vogel sein. Oh, das haben Sie ja schon gesagt. Entschuldigen Sie. Ja, genau. Ich bin die Babysitterin. Das habe ich ja ganz gut gemacht. Ich hoffe, ich behalte den Job. Und das sind die drei. Wir nennen sie auch manchmal Trio Infernale. Also hier Julian, Hanna und Emma. Ah, die kenne ich, glaube ich. Na, ich kenne sie natürlich nicht. Oh, wie süß. Hallo, ihr Süßen. Ich bin Molly.
Mich kennt ihr bestimmt nicht. Ich bin eine tolle Babysitterin. Aber Papa, guter Witz. Ich muss ja träumen. Hier ist Molly gerade und das geht ja gar nicht. Das ist als Babysitter. Ja, guter Witz, Papa. Jetzt kannst du wieder aufstehen, Julian. Du kannst wieder wach werden. Steh auf. Hanna, passiert das gerade wirklich? Du träumst nicht. Aber beruhig dich. Die kann uns gar nichts an. Bist sicher, das ist Molly? Anhaben. Ja, Julian, reiß dich zusammen. Das kriegen wir schon hin. Molly ist gar nicht so gruselig, okay? Sie ist die Beste in der Monsterschule gewesen, aber na und? Ja, wie ich sehe, versteht ihr euch ja sehr, sehr gut. Ich wünsche euch dann euch viel Spaß. Wir sind dann auf der Eisbahn. Was sein sollte, die Handynummer klebt da am Kühlschrank. So, tschüss. Viel Spaß. So, ihr drei. Gibt es heute Abend Ärger? Dann wird's hier richtig schlimm. Das sage ich euch. Ich will diesen Job behalten. Ich brauche das Geld. Und ihr müsst mir dabei helfen, weil ich habe keine Lust mehr. In letzter Zeit esse ich nur noch Spiegeleier und das hasse ich. Du Molly, ich hab mir in die Hose gemacht. Du musst mich wickeln. Wie bitte? Das ist ja ekelhaft. Das kannst du selber machen. Das war nur ein Spaß. Ich kann schon auf Toilette alleine gehen. Ich wollte dich nur ärgern. So, Kinder. Alles, was bisher passiert ist zwischen den Monstern und Familie Vogel, ist ab sofort vergessen. Ist das okay? Ja. Also von mir aus Schwamm drüber. Ihr seid ja gar nicht so schlimm, ihr Monster. Also vergessen wir das. Also ich bin auch dafür. Molly, ich finde dich eigentlich ganz in Ordnung. Du musst mir ein paar Tricks sagen in der Monsterschule, damit ich so gut werde wie du. Also ich habe ja schon Ja gesagt, aber ich kann das nicht für später versprechen. Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Also ich sag jetzt erstmal Ja, okay, ist vergessen. So, was steht jetzt denn im Babysitter-Handbuch? Ach ja, eine gute Babysitterin macht das Essen. Habt ihr denn Hunger, Kinder? Oh, ich hab Riesenhunger. Aber bitte keine Spiegeleier, weil du hast ja auch gesagt, du magst keine Spiegeleier mehr. So Spaghetti Bolognese wäre richtig cool. Na dann, so soll's sein. Ich werde euch was ganz Leckeres zaubern. Ein Babysitter-Menü. So, dann habe ich einen Topf und dann brauche ich noch ein paar Zutaten. Oh, das war ja klar. Die haben ja gar nichts im Kühlschrank. Oh Mann. Oh, da muss ich mir die wohl selbst besorgen. Fläschchen im Garten. Oh, das sieht ja köstlich aus. Wie von Oma gemacht. Meine weltberühmte Suppe. Dann wollen wir mal probieren. Ah, steht schaurig. So grässlich und fürchterlich diese Suppe. So, das ist jetzt fertig. Kommt ihr dann runter? Oh Mann, was ist das denn? Ist das eine Suppe oder Spinat? Naja, Hauptsache keine Spiegeleier. Und, wie schmeckt es euch? Ich muss erst noch probieren. Ist doch ein bisschen heiß. Was ist das denn überhaupt, Molly? Oh, schön, dass du fragst. Das ist meine weltberühmte Krötenschleimsuppe. Und die Kröten, die habe ich hier um die Ecke gefangen. Wie eklig, Molly. Das war ja sowas von klar, dass du uns veräppelst. Dann lieber Spiegeleier für den Rest unseres Lebens. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Ich finde, das schmeckt ganz lecker. Es gibt was Schlimmeres. Rosenkohl zum Beispiel. Ah, wenigstens eine, die es zu schätzen weiß. Wie, ihr freut mich, da gibt's Ärger! Julian? Hm? Kann ich jetzt hier immer noch bei dir bleiben? Oh nein, das muss nicht sein. Kannst du nicht in dein eigenes Bett nein, jetzt? Nein, ich möchte nicht zurück. Ich hab Angst. Ach Emma, langsam wird's doch Zeit, dass du in dein Bett zurückgehst. Bitte. Julian, das Monster ist bestimmt noch unter meinem Bett. Das bestimmt. Was? Das Monster? Nein. Ja. Du kannst mir ja mal beschreiben, wie das Monster so aussieht. Vielleicht ist das auch eine gute Nachtgeschichte. Ja, lass dir ruhig Zeit, Emma. Lass dir ruhig Zeit. Also das Monster, was ich gesehen habe, das hatte so lilane Kleider an und auch einen lilanen Körper und graue Haare. Hä? Was? Emma, ich kenne das Monster. Das ist Molly. Molly? Das ist Molly. Ja, die war hier bei mir auch schon und bei Hannah auch. Ja, aber die ist jetzt bei dir schon wieder? Ja. Ich dachte, wir hätten sie verjagt. Julian, was machen wir denn jetzt mit dem Monster? Und ist das Monster gut oder böse? Ja, also weder noch. Ich weiß auch nicht. Aber ich muss mich nochmal vergewissern, dass es wirklich Molly ist. Julian, du kannst doch jetzt nicht einfach da reingehen. Warte, ganz ruhig. Das Monster ist auch da. Emma, ganz ruhig. Du bleibst jetzt hier, ich guck mir das nochmal an, okay? Okay. Ein Prinzessin im Bett. Die hat uns genau gesehen, sie weiß, dass wir hier sind.
Du, Emma, das ist Molly, auf jeden Fall. Ja, das ist sie, das ist sie. Wir müssen Hannah Bescheid geben. Los, komm mit. Die soll raus. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Hey, Hannah. Hannah, du musst aufstehen. Hey, Hannah. Aufstehen? Ach, was ist denn los? Ist doch mitten in der Nacht. Was habt ihr denn schon wieder? Hannah, ich habe schlechte Neuigkeiten. Molly ist wieder da. Oh nein, schon wieder? Ich dachte, wir werden sie los. Ja, das dachte ich auch. Oh nein. Molly. Ein schönes Zimmer. War das nicht Hannas Zimmer? Oh, das ist doch Claudia und Martin. Hier scheint es neue Zimmer zu geben. Aber ich bin eine Prinzessin. Hannah, hatten wir da nicht irgend so ein Spray oder sowas? Ja, ein Anti-Monster-Spray. Ja, genau, ja. So hatten wir das genannt. Sowas brauchen wir unbedingt. Aber, Hannah, weißt du noch, was da alles rein muss? Ich weiß es noch. Ja, okay, dann sollten wir schnell in die Küche und die Sachen besorgen oder wo wir die halt herbrauchen. Und das Anti-Monster-Spray, das funktioniert wirklich? Ja, bei uns hat ja, das geklappt. Ja, auf jeden Fall. Oh, das brauchen wir ganz schnell. Ich will wieder zurück in mein Zimmer. Also, hier müsste irgendwo so eine Sprühflasche sein. Die brauchen wir. Man muss dieses Spray versprühen. Also, ich kümmere mich darum. Ich kenne das Rezept noch. Ich muss auch noch mal kurz in den Garten. Wir brauchen noch ein paar Kräuter. Und okay. Ich mache das fertig. Geht ruhig schon mal hoch und guckt, was Molly da für ein Unwesen treibt. Alles klar, okay. Komm, aber wir gehen nach oben. Brauchst keine Angst zu haben. Ich will aber nicht noch mal Molly sehen. Bitte nicht. Guck, oh. Julian, sie ist immer noch da. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Dann kommt sie bald nie wieder. Aber die soll sich das nicht bequem machen in meinem Bett. Aber das ist auch mein Bett. Da darf kein anderer drin schlafen. Das mag ich nicht. Ja, mach dir keine Sorgen, Emma. Also wenn das mit dem Anti-Monster-Spray immer noch klappt, dann wird die nie wiederkommen. Mach dir da keine Sorgen. Bei uns hat das auch geklappt. Wo bleibt denn Hannah endlich? Die soll das Spray bringen. So, da bin ich. Und das Spray ist auch schon fertig. Ich hab's schon gut geschüttelt. Okay, sehr gut. Aber Hannah, hast du auch diese Geheimzutat noch mit reingetan? Welche Geheimzutat? Ach, du weißt schon. Ach, du meinst die... Genau, die eigene Schleimspucke. Und ich hab noch Schleim da. Oh, das ist total eklig. Das könnt ihr nicht in meinem Zimmer versprühen. Das muss aber sein. Das muss sein. Oder willst du noch Molly zu Besuch haben? Ich weiß nicht. Nee, will ich nicht. Ist sie noch da? Oder wo ist sie denn genau? Die ist in meinem Bett. Die liegt da. Die soll da raus endlich. Nicht mehr lange, Emma. Ich kümmere mich schon drum. Aber da ist auch wirklich alles drin, oder, Hannah? Auf jeden Fall, alles. Hey, Molly, was machst du denn hier? Wir sind's, Julian, Hannah und Emma. Raus hier. Vorsicht, Julian. Julian, was willst du denn hier? Raus! Los, Julian, beeil dich, auf was wartest du? Ich habe keine Chance. Schnell los. Los, weg mit dir. Oh, was ist das denn? Oh nein, ich muss hier weg. Ganz schnell weg. Los, zieh Leine. Das war's wohl bei Familie Vogel. Oh Mann, das hat ja geklappt, hätte ich gar nicht gedacht. Also, wir haben ja wirklich an alle Zutaten gedacht. Das super, Hannah. Ja, das hat geklappt. Danke. Und ich dachte, ich könnte nie wieder in mein Zimmer. Oh, ich bin so froh. Julian, gib doch mal einmal das Spray. Wieso? Molly ist doch weg. Ach so, ja, stimmt. Emma, wir müssen dein Bett einsprühen, damit Molly auf gar keinen Fall wiederkommt. Oh, muss das sein? Dann habe ich ja Julians Spucke auf meinem Bett. Aber es ist immer noch besser als ein Monster. Oh, du musst dich erinnern, Julian. Du musst dich dran erinnern. Wo war denn dieses Haus jetzt nochmal? Also hier müssten wir jetzt eigentlich wohnen. Okay, und dann sind wir eigentlich nur aus der Tür raus. Geradeaus und dann... dann sind wir nach rechts abgewogen und ich glaube kurz danach schon wieder. War das Haus schon da? Ich weiß es nicht. Ja, und da müsste das Haus von Molly sein. Auf jeden Fall. Hey Julian, sag mal, was machst du da? Malst du? Kann ich mitmachen? Emma, wir wollten doch der Polizei helfen, wegen Molly. Und da habe ich jetzt gerade eine Karte gezeichnet, so einen Lageplan. Siehst du, das ist Mollys Haus. Lass mal sehen. Also da wohnen wir, dann sind wir da runtergegangen. Und ja, das ist das Haus, das erkenne ich wieder. So, und mit dieser Karte gehen wir jetzt zur Polizei. Dann können die Molly finden, endlich. So, wir sind da, Emma. Und sicherheitshalber habe ich auch das Anti-Monster-Spray wieder mitgenommen. Man weiß ja nie bei Molly. Sehr gut. So, wir werden Molly fertig machen, genau. Ich liebe diese Serie. Das passt perfekt zu uns, wie wir Polizisten. Oh, hallo, ihr zwei schon wieder. Alles in Ordnung, Junge? Was gibt's denn? Wir können Ihnen jetzt zeigen, wo Molly wohnt. Wir haben alles aufgemalt. Also nicht ich, mein Bruder.
Was? Wer wo wohnt? Ach so, ja, genau, die Frau. Ja, zeig mal her. Gut, okay, ich sehe es und ich verstehe nichts. Was soll das sein? Du, junger Mann, kannst du mir mal vielleicht erklären, was dieser Zettel hier soll? Also dieses Kreuzchen hier und warum hast du Glasreiniger dabei? Also so dreckig sind unsere Fenster nicht. Oh Mann, also als erstes, das ist kein Glasreiniger. Das ist das Anti-Monster-Spray, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Und dieses Kreuz, das ist unser Haus. Und dieses kleine Häuschen da, das ist Mollys Haus. Ist doch klar. Also gut, aber mir ist das noch nicht so ganz klar. Und was soll das, ein Weg sein? Also, da, das Kreuz, da wohnen wir. Da wohnen wir. Verstehen Sie? Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wo ist denn euer Haus? Na, also das könnte ja überall sein. Das könnte jetzt auch in Tokio oder so sein. Oh, na, unser Haus eben. Die Luxusvilla hier in Playmobil City. Da wohnen wir. Luxusvilla? Welche Luxusvilla meinst du denn? Ich glaube, allein in Playmobil City haben wir etwa 100 davon. Oh Mann, ein Polizist, der keine Karten lesen kann. Ich glaube, ich spinne. Emma, wir nehmen das alleine in die Hand. Los, komm. Stopp. Also, ihr habt hier halt keine Straßen eingezeichnet. Und dementsprechend wissen wir halt nicht, wo wir lang müssen. Ja, dann können wir das Haus auch zeigen, kein Problem. Aber es ist ziemlich weit zu Fuß, ne? Also, das dauert lange. Nein, zu Fuß nicht. Wir fahren mit dem Streifenwagen. Oh, ja! Ich sitz vorne! Alles klar, Kinder. Ihr könnt dann schon mal einsteigen. Auf die Rückbank am besten. Ich komme dann sofort. Oh Mann, klasse! Ich glaube, ich drück gleich auf die Sirene. Ich fühle mich wie ein Verbrecher. Kinder, ich bin sofort da. Ich muss nur noch meinen Kolleginnen und Kollegen Bescheid geben. 3-4 hier, 3-4 hier. Ich brauche Verstärkung. Na, endlich, da seid ihr. Wo wart ihr denn? Tut mir leid, Matze, wir hatten gerade Mittagspause. Das ist aber eine große Pistole. Alles klar, auf geht's. Dann wollen wir den Verbrecher mal jagen. So, da hinten alle angeschnallt? Ja! Ja. Halt, stopp, wir sind schon da, hier ist das Haus. Wie, das hier? Nein, das Haus steht doch leer. Da war vorher eine alte Frau, die ist schon längst hier ausgezogen. Das kann gar nicht sein. Aber wenn ihr es sagt, dann sollten wir das mal kontrollieren. Ihr bleibt auf jeden Fall im Auto. Wir übernehmen das hier jetzt, die Polizei. Oh, die haben das Anti-Monster-Spray nicht. Das bringt so nichts. Ich weiß nicht, ob das wirkt mit diesen Waffen. Nein, wir bleiben trotzdem erstmal hier. Mhm. Hier spricht die Polizei vom Playmobil City. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Na, dann komm ich mal raus. Wir zählen bis 3, sonst kommen wir rein. Oder dann kommen wir rein. 1, 2 und 3. Hier bin ich. Bleiben Sie stehen. Sie sollen da stehen bleiben. Hey, ich habe gesagt, stehen geblieben. Ach, sie kommt immer näher. Was machen wir nur? Sie ist nicht zu stoppen. Erteilen Sie den Befehl zum Schießen, wenn sie auf uns zukommt. Gott, ich weiß nicht. Feuer frei! Oh Mann, was soll das denn? Das bringt nichts. Nur das Anti-Monster-Spray hilft. Das ist doch ein Monster oder ein Geist. Das bringt gar nichts. Na, eure Waffen haben keine Wirkung bei mir. Rückzug, wir brauchen Verstärkung. Zurück ins Auto, los. Hm? Wo sind denn die Kinder hin? Oh nein, ich habe doch gesagt, die sollen im Auto bleiben. Das kann doch jetzt nicht sein. Das ist zu gefährlich. Oh, Julian und Emma, euch kenne ich doch. Ja, und das Ding kennst du auch noch, ne? Und wir sind hier nicht zum Klingelstreich wieder, sondern wir haben das Anti-Monster-Spray wieder mitgebracht. Ja! Oh nein, nicht dieses scheußliche Zeug. Los, Julian, los! Nimm das, Molly. Und da ist diesmal auch ganz, ganz viel Spucke dabei. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, wir haben mich nicht bewegen, dieses Anti-Monster-Spray. Sind das etwa die Kinder? Und warum liegt die eine da auf dem Boden? Wir haben sie, Leute. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Sie werden festgenommen und sie werden angeklagt wegen allem, weil sie eingebrochen sind und weil sie Kinder erschrecken wollen. Was stimmt denn nicht mit ihnen? Also, Kinder, es war eigentlich ein bisschen zu gefährlich, aber ich muss sagen, ihr wart sehr, sehr mutig. Ne? Und ihr habt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Monster ist oder nicht, ihr habt es zumindest ergriffen. Ja, und was haben wir gesagt? Nur, dass Anti-Monster-Spray hilft. Ja, das haben wir gesagt. Das war Molly. Tatsächlich, ich hab's gesehen. Also für den Fall der Fälle brauchen wir vielleicht nochmal das Rezept von diesem Anti-Monster-Spray. Das müssen wir uns auch mal überlegen, ob sie das bekommen. Sie wollen auch vielleicht gar nicht wissen, was da alles Ekliges drin ist. Ist ein Geheimrezept.
Hallo Leute, ich bin's Hanna, Hanna Vogel. Und heute wird's mal wieder Zeit für eine Abendroutine. Die habe ich ja schon etwas länger euch nicht gezeigt und die hat sich bei mir auch ziemlich verändert. Also los geht's. Na dann kommt mal mit mir mit. Also, bevor ich ins Bett gehe, sage ich natürlich noch einen schönen Abend und gute Nacht. Wir fangen bei meinen Eltern an. Hallo Mama, hallo Papa, ich zeige gerade den Zuschauern, wie meine Abendroutine aussieht. Oh, okay. Und ich wollte euch gerade gute Nacht sagen. Oh, da will ich auch was sagen. Ach, na gut, ja, dann sag's okay, okay. Mal, Papa. Ich bin Martin. Martin Minecraft. Also ich habe jetzt auch einen Minecraft-Channel und da könnt ihr alle zuschauen, wenn ihr wollt. Ach, Papa, hör doch auf für deinen Kanalwerbung Hanna, zu machen. Hanna, Schatz, das hier ist Claudia, mein Kanal. Sag doch mal's. Naja, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes ins Badezimmer. Bevor ich ins Bett gehe, mache ich mich natürlich auch schlafbereit. Und dafür bin ich natürlich immer im Badezimmer. Meistens lasse ich mir noch ein heißes Bad ein und entspanne mich vom Tag. Dann putze ich mir noch die Zähne. Naja, und dann bin ich eigentlich schon startklar fürs Bett. Also normalerweise dauert das natürlich ein bisschen länger als heute. Aber ich werde euch nicht zeigen, wie ich mir die Zähne putze. So, dann geht's in mein Zimmer. Und da kuschel ich erstmal noch ein bisschen mit Pia. Dann schaue ich immer auf meinen Laptop und gucke mir den Stundenplan an, welche Fächer ich am nächsten Tag habe und ob ich schon alles in meiner Tasche habe. Ich will ja morgens keinen Stress haben. Naja, und dann, Leute, dann kann ich eigentlich schon ins Bett. Oh, Hanna, hier ist aber besetzt. Geht nicht. Tut uns leid. Mhm. Och, was macht ihr denn in meinem Zimmer? Ihr habt mein Video kaputt gemacht. Was denn? Wir haben gar nichts kaputt gemacht. Ich habe deine Kamera gar nicht angefasst. Ich habe auch nichts gemacht. Und außerdem, wenn ich in deinem Video bin, naja, also dann schauen bestimmt noch mehr Zuschauer zu, weil ich meine, ich bin ja ziemlich bekannt und so mit Minecraft. Och, na toll, jetzt muss ich meine Abendroutine echt nochmal machen. Ihr sollt nicht dabei sein. Hm? Hey, was ist denn hier so spät am Abend noch los? Ihr solltet doch eigentlich schon alle im Bett sein. Ja, Mama, ich wäre auch gerne im Bett, aber kannst du mir mal sagen, was Emma und Julian in meinem Zimmer wollen? Oh. Oh, ich habe halt nur nach einer neuen Matratze geguckt, weil meine Matratze ist ziemlich hart und ich dachte, vielleicht hat Hanna eine bessere. Und ja, sie hat eine bessere. Ich möchte auch eine neue. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Oh. Und jetzt alle in ihr Zimmer. Hanna in ihrs, Julian in seins und Emma auch. Los, raus, Julian. Naja, gut. Okay, Emma, los, wir gehen in unser Zimmer. Also ich gehe in meins und du in deins. Und ich meine, eine neue Matratze wäre gar nicht so schlecht. Aber ich brauche auch langsam mal ein größeres Bett, weil ich werde noch ein bisschen wachsen. Ja, aber nicht in meinem Zimmer und jetzt endlich raus. Mann, jetzt muss ich echt die Abendroutine hier in meinem Zimmer nochmal drehen. So, und jetzt nochmal zu euch beiden. Ihr könnt doch nicht einfach ungefragt in Hannas Zimmer gehen. Ja, okay. Na gut, jetzt macht euch fertig und gute Nacht. Ja, okay, Mama, ist gut. Gute Nacht. Träum süß. Molly ist wieder da. Oh, das wird perfekt. Es wird mal wieder Zeit, Familie Vogel zu erschrecken. Aber wo ist Frankie? Das war ja sowas von klar, dass er wieder zu spät ist. Na, dann rufe ich ihn noch mal an. Frankie, wo bist du? Was soll das heißen? Du bist schon im Bett. Wir haben gesagt, wir treffen uns in der Luxusvilla. Heutzutage findet man auch keine qualifizierten Mitarbeiter mehr. Naja, dann muss ich das wohl alleine durchziehen. Es wird mal wieder Zeit, dass alle Angst haben vor Molly. Oh, was ist das denn? Ein Swimmingpool. Na, da würde ich jetzt gerne mal reingehen, aber... Nein, nein, konzentrier dich. Ich bin fies, ich bin böse, ich bin Molly. Nun habt alle Angst. In letzter Zeit hat keiner mehr Angst vor mir hier in Playmobil City, aber das wird sich ändern, denn bald ist Halloween wieder da. Das ist meine Zeit. Und als erstes werde ich Hanna Vogel erschrecken. Nicht dich, Kaninchen. Keine Sorge, dich mag ich. Oh, hier ist Molly. Oh, Julian, Emma, raus hier. Hm? Ach, hey, Molly, du bist es. Das war aber schon aber lange her, dass wir uns gesehen haben. Wie bitte? Du hast keine Angst. Hallo, ich bin's, Molly. Ach, Molly, meinst du nicht, dafür ist der Zug langsam abgefahren? Ich meine, ich kenne dich doch. Ich habe dich doch letztens noch mit Frankie im Aquapark gesehen. Oh, das gibt es doch nicht. Oh, ihr sollt Angst haben vor mir. Ich bin Molly. Dann versuche ich es bei den anderen beiden. Na, das kann doch nicht wahr sein. Die Menschen sollen Angst haben vor mir. Angst. Hey, Molly. Du auch hier? Das ist ja cool. Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Sag mal, wo ist denn Frankie? Ich dachte, ihr wärt zusammen oder so. Nein, darum geht es jetzt nicht. Du sollst Angst haben vor mir. Angst. Ach so, ich soll so tun wie vor... Aber wir sind doch jetzt eigentlich schon fast Freunde. Wir haben uns schon letztens im Aquapark gesehen und davor auch im Einkaufszentrum. Sogar auf dem Spielplatz letztens auf dem Karussell. Also Angst habe ich ja nicht mehr vor dir. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Weil das Halloween da und die Menschen sollen Angst haben vor mir. Wie bekomme ich das denn nur hin?
Hm? Was? Wie? Molly ist zu Besuch? Julian, hättest du mir nicht sagen können, dass sie vorbeischaut? Dann hätte ich noch was vorbereitet. Ich wusste es doch auch nicht. Sonst hätte ich irgendwas geholt. Donuts oder so. Ich möchte keine Donuts. Ihr sollt Angst haben vor mir. Was kann ich nur tun, damit ihr wieder Angst habt vor mir? Wir sollen wieder Angst haben vor dir? Okay, okay. Ich hätte da eine Idee, Molly. Also, wie wär's, wenn du mal so ein Entkommen machst? Also so Entkommen vor Molly oder Molly Entkommen? Glaub mir, da hätten wir wieder Angst. Also wir nicht, weil wir Obi-Experten sind. Aber die anderen Menschen hier in Playmobil City vielleicht. Molly Entkommen? Hm. Das hört sich super an. Und wie funktioniert das? Naja, also, das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach gruselige Hindernisse machen, aus denen oder von denen wir entkommen müssen. Ja, also ich meine, du bist doch auch, also du bist doch ein Geist, oder nicht, normalerweise. Und ihr habt doch auch so übernatürliche Kräfte. Also könntest du doch so einen richtig coolen Obi-Park machen oder so, so im Halloween-Look. Oh ja, das ist klasse. Ich lass mir da was einfallen und dann werdet ihr Angst haben vor mir. Hä, wo kommt denn dieser riesen Kürbis her? Molly, warst du das? Oh, klasse. Was wollen wir denn jetzt damit machen? Ich mag keine Kürbisse. Keine Sorge, dieser Kürbis wird dir nichts tun. Ihr müsst ihn nur anfassen und dann werdet ihr von mir entkommen. Ach so, ja, wenn das so ist, dann fasse ich den mal an. Das ist bestimmt das Portal zu dieser Obi. Oh, eine neue Obi? Da mache ich mit. Die wird bestimmt gruselig, wenn Molly die gemacht hat. Cool. Naja, und ich meine, der Obi-Experte darf ja nicht fehlen. So, dann wollen wir mal hin. Na, wohin geht's denn jetzt? Also, es geht in meine Heimat nach Halloweenstadt. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow, sieht das gruselig aus. Ja. Willkommen in Halloweenstadt. Hier wurde ich geboren und bin auch zur Schule gegangen. Hier um die Ecke. Jetzt müsst ihr entkommen. Schaut euch das mal an. Ihr werdet es nie schaffen, vor Molly zu entkommen. Es sei denn, ihr kommt ganz bis zum Ende. Dann gibt es einen Weg hier raus. Wer es schafft, auf dieses Portal zu kommen, kann vor mir entkommen. Oh, klasse. Genau das haben wir gemeint, Molly. Super. Da haben die anderen bestimmt Angst. Aber wir als Obi-Experten werden diese Halloween-Obi bestimmt schaffen. Oh, und dann noch dieses gruselige Haus. Naja, das sieht ja echt horrormäßig aus. Ja, also da bin ich aufgewachsen. Da am Fenster. Da war mein Zimmer. Naja, okay, also ich werde dann jetzt mal starten. Oh Mann, die sind ja echt so wie... Oh, die sind ganz schön rutschig hier. Emma, geh du mal vor. Also Julian kann den Anfang machen und ich mache dann das Ende. Okay, ich probiere mein Glück. Oh, die sind ja echt total eklig. Sind das Finger? Ja, also ich glaube, das sind so Monsterfinger, aber keine echten. Na los, beeilt euch. Bleibt am besten liegen, weil ich meine, mit den Füßen rutschen wir auf jeden Fall aus. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum könnt ihr nur entkommen? Naja, also du musst wissen, wir sind ziemliche Obi-Experten, was das angeht. Also wir sind schon ganz viel entkommen und... was ist das denn? Oh, du meinst meine besten Freunde. Das ist eine Kakerlake. Ja, also ich will hier nicht runterfallen. Leute, ganz, ganz vorsichtig. Wir müssen auf diesen Dingern hier einfach rumspringen, okay? Julian, erzähl doch mal was ich nicht weiß. Jetzt beeil dich doch mal endlich. Wir warten alle hier auf dich. Oh, wie kann es nur sein, dass ihr schon so weit seid? Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, kannst du ruhig, aber muss ich jetzt da reinspringen oder was ist da los? Naja, anscheinend schon. Also ich glaube, ich muss jetzt von dem in das andere springen. Also hab keine Angst. Emma, du kannst hier ruhig reinspringen. Alles klar, aber wenn du raus bist, dann komme ich dann rein. Ja, mach das. Wow, das war ziemlich knapp. Okay, jetzt geht's weiter. Hanna, wo bleibst du denn? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu klein und zu weit reingerutscht. Hanna, noch nicht springen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. So, du wirst nicht reinkommen. Da ist eine Spinne auf mir. Ich komme hier nicht raus. Hey, Leute, beeilt euch doch mal. Hey, was ist denn da los? Hey, Molly. Oh, Spinnen. Irgendwie habe ich Angst vor Spinnen. Ich gehe da nicht vorbei. Oh, Leute, das kann doch nicht sein. Ihr müsst entkommen. Jetzt wird es langsam wirklich gefährlich. Hey, Molly. Molly, du kannst doch nicht einfach Emma da gefangen halten. Also sie kann doch so nicht entkommen. Das geht nicht. Also die Spinne sieht eigentlich ganz nett aus, aber die lässt mich hier trotzdem nicht raus. Wartet mal. Was ist, wenn ich entkomme? Vielleicht werdet ihr dann auch freigelassen. Da. Molly, ich bin entkommen. Und was jetzt mit den anderen? Die kannst du doch nicht so da drin lassen. Das ist unfair. So läuft eine Obi nicht. Ja, wieso denn nicht? Ich meine, sie sollen nicht entkommen. Ja, Molly, aber das ist wirklich nicht fair. Diese Kakerlaken wollen mich schon angreifen. Na toll, ich glaube, diese Spinne, die ist ja auch eingeschlafen auf meinem Kopf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Genau das ist es. Ihr werdet niemals entkommen. Molly, also das ist ja schön und gut und wir haben dir das ja auch vorgeschlagen. Aber aus einer Obi muss man auch entkommen können. Du kannst uns hier nicht gefangen halten. Ich meine, sie ist schon ziemlich gruselig. Die anderen werden schon Angst bekommen. Aber sie kommen doch dann nie wieder zurück und dann bin ich nicht mehr gruselig.
Oh doch, da brauchst du keine Angst haben. Die Menschen werden schon Angst haben vor dir. Also diese Obi ist ziemlich gruselig. Glaub mir, Steve hat Angst. Naja, wenn es so ist, dann macht mal weiter. Puh, die Kakerlaken sind langsam weg. Ich glaube, ich kann weiter. Emma, wie sieht's bei dir aus? Also die Spinne ist jetzt auch wach und abgehauen. Ich glaube, ich kann weiter. Danke, Molly. Einfach hier hochklettern und ab in die nächste Tonne. Also jetzt scheint es mir doch ganz schön einfach geworden zu sein. Genau das meinen wir, Molly. So ist es doch viel cooler. Oh ja, das wird die beste Attraktion hier an Halloween, sage ich euch. Alle werden wieder Angst haben vor mir. Ja, genau, das glaube ich auch. Und wir kommen auch gerne wieder zurück. Vielleicht hast du da noch ein paar neue Sachen hier. Oh ja. Die Menschen werden Angst haben an Halloween. Julian, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Komm jetzt hierher und hau nicht immer ab. Ich bin ein kleines Baby, hast du eben gesagt. Und deswegen bin ich jetzt wie ein kleines Baby und hau die ganze Zeit ab. Julian, sag mich jetzt überhaupt nicht gemein. Ich hab gesagt, du verhältst dich wie ein Baby. Du bist doch keins. Dann bin ich jetzt ein Baby. Lass den Quatsch. Oh, Steve, komm zurück. Ich will dich küssen. Oh nein, bitte nicht mit deinem Flabbermaul. Du sabberst immer so viel. Hilfe! Hilfe, kann mir keiner helfen! Hier ist echt wieder das totale Chaos in der Kita. Was ist denn hier wieder los? Mimi, fang mich doch, Brigitte, fang mich doch. Ich bin ein Baby. Fang mich doch. Ich bin ein Baby. Und ich möchte in die Turnhalle. Julian, jetzt bin ich wegen dir hier ins Bällebad gefallen. Was kann ich denn dafür? Also wenn du so ungeschickt bist, Brigitte, dann bist du ja vielleicht auch ein Baby. Oh, Brigitte ist ein Baby. Julian, bleib jetzt stehen. Ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit hinter dir her. Wir spielen jetzt keinen Fang. Brigitte, können wir dir irgendwie helfen? Ja, wir könnten Julian doch schnappen. Kinder, ich glaube, ihr bleibt erstmal hier im Bällebad. Ich werde mir den Julian schon so vorknüpfen können. Haha, ich bin hier oben. Hallo, Brigitte, ich bin hier oben und hier oben kommst du sowieso nicht hoch. Ach, Julian, jetzt komm sofort da wieder runter. Warum haust du denn ab? Also wenn du mich hier runterbekommst, dann hau ich halt eben nicht mehr ab. Aber wie würdest du das nur machen? Willst du mich hier runterschütteln? Julian, wenn das unbedingt sein muss, dann mache ich das. Dann muss ich aber erstmal deine Mutter anrufen, ob ich das überhaupt darf. Mach doch, erlaubt sie sowieso nicht. Ach, hallo Frau Vogel. Ja, hier ist Brigitte aus der Kita. Der Julian, der verhält sich schon wieder total seltsam. Er ist total aufgedreht und hat sich oben auf dem Klettergerüst versteckt. Und ich krieg ihn nicht runter. Darf ich ihn runterschütteln? Ja? Egal wie? Okay. Einen Wasserwerfer haben wir hier nicht. Nein, ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich schaff das schon. Danke. So, Julian, ich habe mit deiner Mama telefoniert und sie hat gesagt, mit allen Mitteln darf ich dich jetzt runterholen. Also, ich schüttle jetzt einfach. Hä? Was? Wie? Nee, bitte nicht. Hey. Hey, Brigitte, ich fall hier gleich runter. Hey. Oh, muss das denn sein? Julian, jetzt komm endlich runter. Ja, ich komm schon runter. Ich komm ja gleich runter, aber ich weiß nicht wie. Oh Mann, musst du das denn sein? Wie wär's mit Klettern? So weit ist es jetzt schon gekommen, dass ich in der Kita arbeiten muss. Oh Gott, was für ein Chaos. Hier kann man doch nicht arbeiten. Hey, du da, sag mal, kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauche Hilfe. Die Ashley, die will mich unbedingt küssen. Wie bitte? Was? Ich bin Molly. Ich bin hier nicht zum Küssen oder so, oder? Wen meintest du? Nein, ich meine dich nicht. Ich meine die hier. Die will mich küssen. Beschütz mich. Oh, Steve, hau doch nicht immer ab. Komm schon. Wehe, du wagst es, mich zu küssen. Weg mit dir. Och Mann, wer bist du denn? Bist du etwa Steves Mama? Hey, super. Vielen Dank. Bist du vielleicht eine neue Erzieherin hier in der Kita? Nein, natürlich nicht. Wobei, vielleicht doch. Anscheinend kann ich das doch sehr gut. Oh, Julian, ich hab's jetzt langsam wirklich satt. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie hier rein? Ich bin Molly, ich bin Molly, die Erzieherin. Aha. Und ich will hier gerne arbeiten. Haben Sie sich vorher angemeldet? Ich weiß gar nicht, dass Sie heute da sind. Also Sie kommen mir wirklich ungelegen. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Die Stadt hat mich auch nicht informiert. Also heute geht das leider nicht. Oh, Brigitte, kannst du mich jetzt nicht hier runterholen? Julian, komm selber. Julian? Diese Stimme kommt mir doch bekannt vor. Oh, Brigitte, soll ich jetzt hier den ganzen Tag hängen oder was? Och, Mann. Lassen Sie mich das mal machen. Den hole ich da runter. Seien Sie bloß vorsichtig. Nicht, dass sich der Junge verletzt. Oh nein. Oh, sag mal, musste das denn sein? Naja, zumindest habe ich mich nicht so verletzt. Och, Mann. Oh, vielen Dank. Also anscheinend haben Sie ein richtiges Händchen dafür. Danke. Und, wie sieht es nun aus mit einem Job hier in der Kita? Puh, also einen Job kann ich Ihnen jetzt einfach so nicht geben, aber Sie können ja vielleicht erstmal einen Tag ein Praktikum hier bei uns machen.
Du, Brigitte, also ich hätte nicht gedacht, dass du so brutal bist, also dass du mich da einfach runterschüttelst. Es hätte auch echt ins Auge gehen können. Tut mir leid, Julian, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Außerdem war ich das nicht alleine. Ich hatte Unterstützung. Guck mal. Wie, war das etwa Sarah oder Mia oder Steve oder Ashley oder... Hä? Das ist doch... Och, nö! Sag mal, was willst du denn jetzt hier? Och, Molly, reicht es nicht, dass du mich zu Hause immer nährst? Och, Mann! Sei ruhig, sonst werde ich dich wieder erschrecken. Oh, zu wie viel Mal, das schaffst du sowieso nicht. Och, nö, Brigitte, muss das denn sein? Julian, sie macht heute hier einen Tag ein Praktikum. Und wenn sie sich gut schlägt, dann wird sie vielleicht hier auch mal arbeiten, mich unterstützen. Und das heißt wohl dann auch, dass ich etwas Geld bekomme, oder? Ja, klar, als Assistentin. Da gibt's, glaube ich, einen Tarif für. Also auf jeden Fall gehen sie nicht leer aus. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich hole mir meinen Kopf aus dem Bällebad nie wieder raus, wenn die hier arbeiten sollte. Julian, was ist denn mit dir los? Wie arbeiten? Wer will hier denn arbeiten? Möchtest du etwa nicht mehr, dass Brigitte hier arbeitet? Also ich finde Brigitte wirklich toll. Ich auch. Oh nein, es geht nicht um Brigitte, es geht um Molly. Die will jetzt hier arbeiten. Anscheinend ist das Monstersein nichts mehr für sie, weil sie halt niemanden mehr erschrecken kann. Kinder, kommt ihr einmal bitte zusammen? Ich möchte euch jemanden vorstellen. Ich bin Molly, das war... Nein, ich bin Molly, die Erzieherin. Und was habe ich euch gesagt? Oh Mann, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Die wird nur nerven, sage ich euch. Und dann sind bestimmt bald hier die Monsterkumpel von ihr auch in der Kita. Die scheint doch eine nette Oma zu sein. Mhm. Also Kinder, das ist Molly. Sie ist heute hier den ersten Tag und macht ein Probearbeiten. Und Molly, jetzt wo du schon mal hier bist, kannst du mir direkt helfen. Ich vermisse ein Kind, Andreas. Keine Ahnung, wo der sich versteckt. Ah, da will sich einer verstecken. Nicht vor Molly. Wenn sich einer versteckt, dann Molly selbst. Ich bin hier, glaube ich, jetzt schon fast den ganzen Tag und mich hat immer noch niemand gefunden. Ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag heute hier. So, runter mit dir. Wo kommst du denn auf einmal her? Wer bist du überhaupt? Warum siehst du so gruselig aus? Oh Mann! Ich hab gesagt, runter mit dir! Oh, mein Rücken! Musste das denn sein? Wo kommst du denn auf einmal her? Andreas, ist alles okay bei dir? Was ist passiert? Also ich saß da oben, also ich hab mich versteckt und auf einmal war so eine Gestalt neben mir. Sah irgendwie komisch aus. Sah so aus wie Tante Sandra, aber naja. Wie? Was? Hast du dir irgendwas... Da bin ich wieder! Oh, haben sie sich rangeschlichen? Also erschreckend, das ist, glaube ich, ihre leichteste Übung. Also jetzt, wo sie sich hier wirklich gut gemacht haben, können sie mich ein paar Minuten vertreten. Ich muss kurz nach oben, also ihnen gehört die Kita. Endlich, nun ist es soweit. Die Kita gehört mir. Hey, können wir was spielen? Was? Wie bitte? Spielen? Niemals! Ich finde deine Klamotten voll cool. Aber wir sind doch hier in der Kita und in der Kita, da spielt man ganz viel. Das macht man jeden Tag und wir haben heute noch nicht so viel gespielt. Also bei ihr ist es ein hoffnungsloser Fall. Versucht es erst gar nicht bei Molly. Das funktioniert nicht. Die ist ganz komisch. Ah, Ruhe jetzt! Diese Kinder! Oh nein! Ab mit euch auf die stille Treppe! Habt ihr nicht gehört? Ich habe gesagt, ab auf die stille Treppe! Nein, wir Jonathan, wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben nichts getan. Molly, wir haben gar nichts gemacht. Das ist mir egal. Und du, Julian, du bleibst den ganzen Tag auf der stillen Treppe. Ich wusste es doch, ich wusste es einfach. Ich muss wieder hier am meisten drunter leiden. Ach, danke, Brigitte, danke. Weiß jemand schon von euch, wie lange wir hier sitzen? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Mein Hintern tut mir schon weh. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bestimmt schon 10 Minuten oder so. Vielleicht werden wir auch gleich abgeholt. Kinder, was macht denn ihr hier alle auf der Treppe? Was ist denn los? Also, Brigitte, ich habe dich gewarnt. Du darfst diese Molly hier auf keinen Fall einstellen als Erzieherin. Die hat uns hier auf die stille Treppe geschickt, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Wir wollten nur spielen. Ich liebe diesen Job und dieses Bällebad. Was für eine tolle Erfindung. Was tun Sie hier? Was machen Sie da in dem Bällebad und warum sind die Kinder auf der Treppe? Was ich hier tue? Ich arbeite, Mensch! Das nennen Sie arbeiten? Also sowas machen Erzieher eigentlich nicht. Sie vergnügen sich nicht im Bällebad, während die Kinder irgendeine Strafe bekommen. Aber diese Kinder sind nervig und deswegen habe ich sie auf die stille Treppe geschickt. Siehst du, Brigitte, ich hab's dir doch gesagt, die ist voll komisch drauf. Ah, Julian, du bist erst recht still. Also Molly, so wie Sie arbeiten, wird das hier nichts mit der Kita. Bitte gehen Sie, das wird wirklich hier nichts. Also, Julian, es tut mir leid, dass wir Molly hier überhaupt reingelassen haben. Ja, das sagt irgendwie jeder da. Naja, gut, sie ist jetzt aber raus, ne?
ich komm wieder. Sag mal, hat irgendjemand eine Idee, warum wir heute hier bei Molly sind? Also sie hat gesagt, wir sollen auf jeden Fall vorbeikommen. Will sie feiern, dass sie wieder frei ist? Also das verstehe ich nicht. Sie hat nichts gesagt. Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht lädt sie uns zum Essen ein oder so. Das wäre richtig klasse. Oh, oder vielleicht schauen wir uns alle zusammen einen tollen Film an. Ah, vielleicht müssen wir auch einfach nur ihr Haus putzen. Oh Mann. Hey Molly, wir sind jetzt da. Molly, hallo, bist du zu Hause? Sag mal, wie wär's, wenn ihr noch lauter werdet hier? Dann bekommen alle mit, dass die Monster da sind. Ruhe jetzt! Da, ein Monster, Molly. Ein Monster, hör uns das Ding! Stehen geblieben! Oh Mann, was seid ihr nur für Monster? Du Molly, ich wollte mal was fragen. Und zwar, warum treffen wir uns eigentlich immer so spät? Weil ich bin abends immer schon so müde. Ja, wirklich, Frankie? Also ich muss tagsüber immer schlafen. Also das Sonnenlicht, das tut mir nicht so gut. Vielleicht sollte ich mir eine neue Creme oder so holen. Hast du da vielleicht eine? Ah, Ruhe jetzt! Keine Creme, gar nichts! Wir sind heute hier versammelt, um uns an Julian und Emma zu rächen! Unsere Emma aus der Monsterschule und Julian, muss man denn kennen? Ich weiß nicht. Och, Molly, sag mal, muss das denn sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Immer Julian und Emma, Julian und Emma. Also, ich denke, wir sollten langsam aufgeben. Ja, warum müssen wir das denn auch immer machen? Emma ist doch ein nettes Mädchen, die Taschengeldmumie. Können wir nicht lieber in All You Can Eat oder so gehen? Ich habe ganz schön Hunger. Ah, Ruhe jetzt! Wir werden natürlich in die Luxusvilla gehen. Und was für eine Taschengeldmumie, wovon redet ihr schon wieder? Ach ja, stimmt. Molly, du warst ja gar nicht in der Monsterschule mit uns. Du hast ja schon einen Abschluss. So, und jetzt konzentriert euch endlich. Ihr seid Monster und benehmt euch bitte auch so. Ach so, meinst du zum Beispiel so monsterhaft lachen? Ich bin Graf Spitzern und ich brauche eine neue Creme. Graf Spitzern, so oder nicht? Was ist das nur für eine Monster-Crew? Ist ja gut. Wir können ja in die Luxusvilla jetzt. Und wie sollen wir da hin? Sollen wir uns da hinzaubern? Kannst du das? Ja, das machen wir. 1, 2, 3, wir sind da. Das klappt ja immer wieder super. Und mein Heilmittel gegen das Anti-Monster-Spray, das wirkt. Das Anti-Monster-Spray macht mir nichts mehr aus. Oh Mann, das riecht ja hier wieder nach Kirschkuchen. Du, Frankie, guck mal, die haben wieder Kirschkuchen. Oh, das ist aber lecker. Oh, da würde ich mich direkt reinstürzen. Und sogar ein Cupcake. Oh Mann. Das hier ist es. Das Gegenmittel gegen das Anti-Monster-Spray mit meiner Spucke. Hey, du, Frankie, sag mal, so ein Stück können wir doch nehmen hier vom Kirschkuchen, oder? So, seid ihr bereit, meine Monster? Es wird Zeit, dass wir uns rächen. Die Rache ist mein. Gibt es denn nicht so einen Film, Die Rache ist mein? Können wir uns den vielleicht mal anschauen, Molly? Ruhe, Draculina, nicht jetzt. Ab nach oben mit euch. So, wir müssen uns ganz, ganz ruhig verhalten. Also kein Mucks. Oh Mann, das hört sich nach Molly an. Aber das kann doch gar nicht sein. Die kann doch hier gar nicht in die Luxusvilla. Träume ich oder habe ich gerade Molly gehört? Das war bestimmt nur ein Traum. Molly kann hier doch gar nicht rein. Ah, perfekt. Die Eltern schlafen mal wieder. Die Schlafmützen. So, meine lieben Monster, jetzt wird es Zeit. Julian, Emma, guten Morgen. Hä? Molly, wie? Hey, ich hab doch hier das Anti-Monster-Spray schon. Wie kommst du hier rein? Hey, Molly. Los, Julian, du musst schnell wieder das Spray holen, damit du sie besprühen kannst. Das Anti-Monster-Spray wird nichts mehr bringen. Ich habe schon ein Gegenmittel entwickelt. Und jetzt hier mit meiner Monster-Crew. Hä? Wo sind die denn nur? Oh nein! Wo sind die denn abgeblieben? Oh, ich finde das Lied richtig klasse. Es war total Spaß. Ich auch. Ja, finde ich richtig toll. I like to move it. Richtig guter Song. Schaut euch mal meine Breakdance-Moves an. Ich kann das richtig gut. Das hab ich auf der Breakdance-Schule gelernt. Da war ich vor der Monster-Schule. Aber pass auf, dass du nicht in den Kuchen fällst. Ja, ist ja klar. Oh nein! Wo sind nur meine Monster geblieben? Jetzt kann ich die Kinder nicht erschrecken. Du Molly, darüber wollte ich sowieso mal mit mir reden. Sag mal, warum willst du uns denn immer wieder erschrecken? Das verstehe ich nicht. Also, hast du irgendein Problem mit uns oder so? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also,
Alles hat angefangen mit meinen Eltern und die wollten nur, dass ich das schrecklichste Monster werde. Mhm. Und die haben dann auch immer so komisch gelacht, so wie ich. Und ja, ich glaube, das ist der Grund. Ah, okay, ich verstehe. Also, du möchtest einfach durch das Erschrecken, denkst du, du bist deinen Eltern ein bisschen näher. Ist das richtig? Ja, ich denke schon. Also, daran wird's liegen. Und sie mein Bruder, der war ein viel besseres Monster. Ich meine, ein viel schrecklicheres Monster. Das kann ich sehr gut verstehen, Molly, weil ich möchte auch immer, dass Mama und Papa ganz stolz auf mich sind und ich alles gut mache. Ja, ich meine, was soll jetzt hier? Ich bin ein Monster. Und das ist keine Therapiesitzung. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, also, ich bin Molly. Und meine Monster. Wo sind meine Monster? Oh, ich glaube, Molly, die ist ganz schön sauer auf uns. Du, Molly, wir haben unseren Einsatz verpasst. Da ist uns was dazwischen gekommen. Wir sind jetzt da, wir können loslegen. Oh, ihr seid zu spät. Die Kinder sind schon hellwach und sie haben auch keine Angst mehr vor uns. Was? Die Kinder haben keine Angst mehr vor uns? Und wie ist es jetzt? Sag mal, brauchst du Hustensaft oder so? Ist im ersten Schrank im Badezimmer, oben links. Jetzt, wo du es sagst, so vielleicht schon. Warte, Frankie, ich versuch's mal. Bugulu, 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 bugulu. Oh Mann, Graf Spitzer, ein altes Haus. Soll ich wieder mein Taschengeld-Mumien-Kostüm rausholen? Dann machst du dir ins Hemd. Oh, Emma, nee, lieber nicht. Also, ich glaube, wir sollten lieber verschwinden, Molly. Martin, hast du das auch gehört? Ja. Was sind das für komische Geräusche? Keine Ahnung, schlaf weiter. Träumen die Kinder wieder schlecht? Ah, oh nein, die Eltern werden wach. Wir müssen verschwinden. Wir müssen unsere Rache verschieben. Ciao, macht's gut. Und Molly, vergiss nicht, was wir dir gesagt haben. Na, also du schaffst das. Du wirst noch das schrecklichste Monster hier in Playmobil City. Ich bin das schrecklichste Monster. Weil mein Bruder, der ist nicht in Playmobil City. Da wäre ich wieder bei Familie Vogel. Aber wie sieht's denn hier aus? Wo ist denn das Chaos vom letzten Mal? Ich hätte doch alles so schön verwüstet und es ist alles wie vorher. So war das aber nicht geplant. Ich wollte doch nur gucken, wie die Lage hier ist, aber ich brauche einen neuen Plan. Dann schauen wir mal, was hier oben so ist. Aber natürlich, ich werde einfach ein paar Sachen verschwinden lassen und dann werden sie sich ärgern und sich gegenseitig beschuldigen. Na, was haben wir denn hier? Den Rucksack, einen Laptop und, ist das ein Kaninchen? Und dieses Skateboard, das muss doch dem Julian gehören. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber was guckst du so niedlich, du Kaninchen? Hör auf, so süß zu sein. Wenn ich etwas nicht sein kann, dann ist es, wenn jemand süß zu mir ist. Das möchte ich nicht. Und dann noch dein Fell. Das ist sowas von flauschig und gemütlich wahrscheinlich. Das möchte ich nicht. Ich muss weiter meinen Plan verfolgen. So, dieses Ding nehme ich auch noch mit. Das gehört wahrscheinlich der Emma. Oh, was soll das denn? Warum guckst du mich immer noch so süß an, so unschuldig? Das möchte ich nicht. Also ich sag's dir, wenn du noch einmal so niedlich guckst, dann gibt es Ärger von mir. Da hast du schon wieder. Du guckst schon wieder so niedlich. Weißt du was? Ich lass dich hier. Also dich nehme ich auf gar keinen Fall mit. Sowas brauche ich nicht. Ich hab schon den Frankie. So, es geht weiter. Was könnte ich denn noch verschwinden lassen hier? So, jetzt habe ich die wichtigsten Sachen hier aus der Luxusvilla verschwinden lassen, oder? Ich werde sie verschwinden lassen und dann herrscht hier nur das Chaos. So, Kinder, da wären wir wieder. Oh, endlich, oh nein, zu Hause. Warum sind die denn schon da? Also, ihr könnt ja alle noch gemeinsam ein bisschen spielen. Ich werde jetzt erstmal Mittagessen Emma, machen. Emma, hör auf, dein Popel an meine Hose zu schmieren. Mit euch spiele ich bestimmt nicht. Ich werde alleine spielen in meinem Zimmer mit meinem Prinzessinnen-Schloss. Oh, gerade noch mal gut gegangen, hier von der Terrasse runtergegangen und sie haben mich, glaube ich, nicht gesehen. Und das Chaos kann beginnen bei Familie Vogel. Hä? Ich bin mir ganz sicher, hier war doch noch die Kutsche. Ist sie etwa losgefahren ohne mich? Wo ist sie denn? Da ist sie auch nicht, aber die kann doch nicht einfach ohne mich losfahren. Ich muss doch erstmal das Kommando geben. Also das kann die Kutsche bestimmt nicht allein gewesen sein. Julian, hast du meine Kutsche versteckt? Natürlich. Ich habe deine Kutsche versteckt. Du weißt ganz genau, dass ich dieses Ding nicht anfasse. Niemals. Ich möchte damit nicht spielen. Und jetzt bitte aus meinem Zimmer. Ich möchte in Ruhe mit meinem Tablet spielen. Also nicht stören. Hanna, hast du eigentlich was aufbekommen in der Schule? Du könntest ja deine Hausaufgaben erledigen, bis es Mittagessen gibt. Alles klar. Ich gehe schnell in mein Zimmer.
Hey Pia, na? Alles klar? Ich muss Hausaufgaben machen. Wo ist denn mein Schulrucksack? Den habe ich doch hier eben hingelegt, oder? Oder habe ich den unten vergessen? Ich muss ihn unten in der Küche liegen lassen haben. Okay, wieder runter. Mama, ist hier noch mein Rucksack? Hanna, den hast du doch vorhin mit nach oben genommen. Hier ist er nicht mehr. Oben war der nicht. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwo vergessen. Ach, da muss ich doch mal ganz gründlich gucken. Ich habe den bestimmt übersehen. Der muss ja da oben sein. Ah, ich weiß auch, was wir aufhaben. Wir sollen irgendwas über Schäferhunde rausfinden. Ich guck einfach mal im Internet. Haha, sehr witzig. Der Computer ist nicht da. Das muss doch Julian gewesen sein. Oh, das war wirklich ein anstrengender Vormittag. Bevor ich jetzt anfange zu kochen, werde ich mir, glaube ich, erstmal einen schönen Kaffee machen. So, die Tasse habe ich schon mal. Jetzt nur noch die Maschine? Wo ist denn die Maschine hin? Die Kaffeemaschine, die steht hier doch sonst immer. Habe ich die... Hä? Hat Martin die vielleicht kaputt gemacht und mir es nicht gesagt? Vielleicht hat er die schon eingeschickt und es kommt bald eine neue, aber ich würde doch jetzt gerne einen Kaffee trinken. Ach, typisch Martin, dass er mir da nicht Bescheid gesagt hat. Ich werde ihn mal eben auf der Arbeit anrufen. Martin, hast du unsere Kaffeemaschine irgendwie entsorgt? Wie, du weißt nicht, wo sie ist? Aber wo soll die denn sonst sein? Ja, ich weiß, dass du auf der Arbeit bist, aber ich dachte, vielleicht hättest du sie kaputt gemacht oder so. Ich wollte einen Kaffee trinken, die ist nicht da. Seltsam. Also Martin hat sie auf jeden Fall nicht versteckt oder irgendwie was damit zu tun. Aber wo soll sie denn sonst sein? Ist sie irgendwo hintergefallen oder so? Hier hinter den Schrank vielleicht. Obwohl, da passt sie gar nicht zwischen. Die ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, dann gibt's aber jetzt keinen Kaffee für mich, aber erklären kann ich mir das trotzdem nicht. Zauberei. Mama? Julian? Warst du das? Meine Kutsche ist weg. Bei mir ist der Computer weg. Bei mir ist die Kutsche weg. Das muss doch Julian gewesen sein. Er sagt, er war es nicht. Wer klaut denn sonst unsere Sachen? Emma, das lassen wir uns nicht bieten. Das kriegt Julian jetzt doppelt und dreifach zurück. Julian Vogel, wir wollen unsere Sachen zurück. Genau, gib meine Kutsche wieder her. Gib mir sofort den Laptop. Sag mal, ist heute eure Mission, mich zu nerven? Weil das macht ihr auf jeden Fall erfolgreich. Ich hab eure Sachen nicht, also raus. Julian? Wenn du nicht sofort runterkommst und unsere Sachen gibst, dann nehmen wir dir die Leiter weg und dann kannst du ewig da oben bleiben. Genau, dann wirst du da versauern. Ja, könnt ihr ruhig machen, habe ich kein Problem mit, weil ihr wisst, ich bin der beste Springer hier bei uns. Ich kann da locker runterspringen, kein Problem für mich. Oh, ich glaube, wir lassen die Leiter lieber hier stehen. Ja, nachher bricht er sich wieder was und dann kriegen wir Ärger. Julian, wenn du jetzt nicht unsere Sachen zurückgibst, dann gehen wir zu Mama und sagen, dass du das gestohlen hast. Boah, wie kann man nur so nerven? Raus mit euch! Ich hab jetzt keine Lust auf euch! Kann man hier nicht mal in Ruhe ein Video angucken? Ach, Mann, oh Mann. Komm, Emma, wir gehen runter zu Mama. Und dann sagen wir ihr das. Und dann kriegt Julian richtig Ärger. So machen wir das. Oh, klasse. Das war das letzte Video. Warum macht er denn nicht neue Videos? Das finde ich voll doof. Jetzt gehe ich raus. Am besten mit meinem Skate... Hä? Lag hier nicht noch eben mein Skateboard? Hey, wo ist mein Skateboard? Oh, Mann, das kann's doch nicht sein. Wo ist mein Skateboard? Oh, wer hat das schon wieder geklaut? Mama? Mama, unsere Sachen sind weg. Ja, meine Kutsche ist weg. Julian war das. Kinder, meine Kaffeemaschine ist auch weg. Leute, holt die Polizei oder ruft gleich ganz, ganz oben an. Also, mein Skateboard ist weg und wir müssen das irgendwie klären. Das ganze Land muss danach suchen. Ganz Playmobil City. Also, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Bitte, Mama, los, ruf an. All unsere Sachen sind weg. Alles, was wir gerne mochten. Das stimmt doch was nicht. Aber du bleibst bei jedem Einbrecher. Wo ist mein Skateboard? Ja, wir müssen die Polizei rufen. Eins ist total seltsam. Alle vermissen was. Und einer ist nicht da. Papa war das, genau. Emma, ich glaube nicht, dass Papa das war. Ich habe ihn gerade angerufen. Der wusste von nichts. Aber komisch ist es trotzdem. Vielleicht wurde hier eingebrochen. Aber warum wurde nichts anderes gestohlen? Das Chaos ist perfekt. Und alle streiten sich. So wollte ich das haben. Aber was mache ich jetzt mit diesem ganzen Krempel hier? Das kann ja hier bleiben. Molly hat wieder zugeschlagen und das Chaos ist bei Familie Vogel angekommen. Warum lache ich überhaupt? Ich bin hier im Gefängnis mit diesen... Ah, nein! Oh Mann, dass ich jetzt wirklich im Gefängnis sitze, nur wegen diesem blöden Foto. Ich hätte mir wirklich eine Genehmigung holen sollen. Oh Mann, hoffentlich bin ich schnell raus. Was? Sag mal, was erzählst du da? Ich habe ganz andere Probleme. Hast du dir mal diese Frau hier angeschaut? Oh Mann, wie sieht die denn aus? Ah, runter von meinem Bett! Was macht ihr da nur? Wir sind schon weg. Entschuldigung, wollten wir nicht. Kommt nicht mehr vor. Draußen nur komische Leute und hier drinnen. Was mache ich denn nur?
Julian und Emma, das werdet ihr mir büßen. Herr Wachmann, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, können wir vielleicht eine andere Zelle bekommen? Hier ist es nicht auszuhalten. Ach, sieh mal einer an. Ihr wollt in ein anderes Zimmer verlegt werden. Ja, wie wär's denn noch mit Ultra All Inclusive und vielleicht auch 24 Stunden Zimmerservice? Na, wie wär's denn damit? Und an die Minibar könnt ihr natürlich auch dann. Oh Mann, das wäre klasse. Spitze. Oh Mann, das könnt ihr glatt vergessen. Ihr bleibt da in dieser Zelle. Ja, hier noch Wünsche äußern. Also ich glaube, es hakt. Oh Mann, das war ein Versuch wert. Ich muss so dringend auf Toilette, aber die anderen würden mich sehen. Egal, ich kann es nicht mehr aufhalten. Oh, zum Glück trage ich eine Sonnenbrille. Wenn ich nicht so gut sehen kann, könnt ihr mich sicherlich auch nicht gut sehen. Sag mal, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, dass du jetzt auf Klo musst. Ich flipp nach raus. Entschuldigung, Oma, aber ich bin gerade hier mittendrin in der Sitzung. Das gibt es doch nicht. Wo bleiben nur Frankie und Graf Spitzer? Die wollten mir doch helfen. Oh, Frankie, wir haben ja Molly versprochen, dass wir sie hier rausholen. Aber wie? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Spitzenklasse-Idee. Ich habe auch extra Werkzeug mitgebracht, damit wir sie da rauskriegen. Ja, das ist so ein spezieller Schraubenzieher. Den habe ich neben der Toilette gefunden. Oh Mann, Frankie, das ist ja super. Wir kriegen Molly auf jeden Fall raus. Und dann wird sie richtig stolz auf uns sein. Spitzern, wir müssen jetzt nur noch am Polizisten vorbei und ins Gefängnis rein. Ja. Du, Frankie, das sieht aber nicht so gut aus. Also, der steht da. Ja, der schiebt hier Wache. Du, Frankie, also ich glaube, es wird jetzt Zeit, dein spezielles Raumtier einzusetzen. Das wäre super. Genau. Überraschungsangriff. Ja, genau. Spitzern, du kannst vorgehen. Alles klar. So, was hat uns Molly nochmal beigebracht? Buh, ich bin Graf Spitzern. Hast du Angst? Sag mal, wie kommst du denn hier rein? Und außerdem, Halloween ist doch schon längst vorbei. Also, raus aus den Klamotten. Wie bist du hier reingekommen? Was ist denn da los? Ist das etwa Graf Spitzern? Oh nein, doch nicht so offensichtlich. Los, Frankie, los! Snap ihn dir! Was soll ich denn tun? Brat ihn eins über! Sag mal, was seid ihr denn für ein Karnevalsverein? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Und was sind das für Kostüme und warum hat der sich auch verkleidet? Und wie kommt ihr hier rein? Los, Frankie! Das ist jetzt ein Angriff hier mit dem Schraubenzieher. Sag mal, ist das eine Klobürste? Oh Gott, da hängt ja noch was dran. Damit hau ich dich um, Was, wie bitte mit einer Klobürste? Nee, das kannst du vergessen. Die stinkt nur, mehr auch nicht. Oh nein, Frankie! Ah, diese Vollidioten, die kriegen ja gar nichts hin. Du, Frankie, sag mal, wie wär's mal mit deinem Mundgeruch? Da kipp ich auch immer sonst um. Versuch's mal damit. Ja. Los. Super, ja, genau, das mach ich. Was ist das denn? Oh Gott. Oh Mann, mir wird ganz schön schwindelig. Was ist das nur für ein Geruch? Das ist ja nicht mehr menschlich. Frankie, du hast es geschafft. Ja, es hat geklappt. Oh. Aber wie schaffst du das eigentlich immer wieder? Ich hab so mindestens 3 Jahre meine Zähne nicht geputzt. Oh Mann, das ist ja richtig eklig. Naja, wir müssen jetzt Molly befreien. Ihr habt es doch noch geschafft. Wie hat das nur geklappt? Also das habe ich euch nicht beigebracht. Los, befreit mich! Du, Frankie, weißt du, wie das hier aufgeht? Nee, aber ich könnte ja mal den Schraubenzieher vielleicht benutzen. Los jetzt! So, Molly, du bist frei. Ja. Ich bin wieder frei, ich bin frei. Und jetzt geht es auf die Suche nach Julian und Emma. Aber vorher, da muss ich mich noch um euch kümmern. Wo habt ihr das schon gelernt? Hä? Was? Was meinst du denn? Sag mal, hab ich das euch so beigebracht, oder wie? Und das haben wir nie geübt. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Mann. Du brauchst mich doch nicht hauen. Und dann noch Graf Spitzern, sag mal. Welche Rolle hast du denn heute gespielt? Du, Molly, also ich wollte Frankie nur helfen. Oh, sag mal, musst du das sein? Ich bin wieder frei. Wir müssen sofort verschwinden hier. Der Alarm geht bestimmt gleich los. Und was ist mit den anderen Monstern da in der Zelle, die in den Lederklamotten? Wollen die nicht auch mit? Nee, also wenn ihr draußen seid, dann bleiben wir hier drinnen. Gar kein Problem, wir bleiben hier in der Zelle im Gefängnis. Oh Mann. Ich denke, das ist besser so. Die sollen ihr eigenes Ding durchziehen. Hier sind wir wenigstens sicher vor denen. So, Playmobil City, Molly ist wieder da. Oh, eine Eilmeldung.
Die Frau, die immer in die Häuser eingebrochen ist und die Kinder erschreckt hat, die ist wieder draußen. Die ist ausgebrochen aus dem Gefängnis. Das gibt's doch wohl nicht. Oh Mann, ach du dickes Ei. Ich muss sofort zu Julian. Molly ist draußen. Julian, du glaubst nicht, was passiert ist. Was ist du denn? Du musst sofort dein Tablet weglegen. Nein, und nein. Los. Jetzt hör mir zu, du Butterbirne. Also, Molly, die ist aus dem Gefängnis draußen. Die ist ausgebrochen. Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Oh Mann, die kriegen auch gar nichts hin. Oh, ich wette, die Monsterfreunde von ihr haben ihr geholfen. Bestimmt, bestimmt. Oh Mann, die will uns bestimmt suchen. Definitiv. Julian, wir müssen uns irgendwie vorbereiten. Wir sind hier doch nicht sicher, wenn die jetzt kommt. Oh Mann. Keine Sorge. Wir haben noch das Anti-Monster-Spray. Aber trotzdem, wir müssen uns irgendwie wappnen gegen Molly. Rette sich, wer kann. Ja, aber... Oh Mann.